Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir haben das letzte Mal ein paar Biber getötet. Gejagt. Ja, klingt viel weniger schlimm als getötet. Ja, jetzt haben wir erstmal genug davon. Warum da hinten noch schnell die Feder holen? Ich glaube, ich laufe runter auf dem Weg. Sonst dauert es noch ewig, bis wir da hinten sind. Ah, hier im Weg können wir ein bisschen Pace machen. Genau. Den Weg einfach folgen. Ich weiß nicht, warum ich gerade spontan ins Stimmbuch gekommen bin. Ja, Mann. So, was verkaufst du mir hier? Kann ich auch alles kaufen? Hier kann ich nur Verbrauchsmaterial kaufen. Okay, ich kann zumindest Pfeile kaufen, ist schon mal gut. Mit dem Stein könnte ich hochkommen. Tatsache. Geht doch, muss ich manchmal nur trauen, Connor. Teilweise ganz schöne Oschis an Bäumen hier. So. So weit. Da oben ist eine Jagdgesellschaft. Was hast du für mich? Der Menschenfresser. Ein paar Leute wollten nicht weit von hier siedeln, aber scheinbar wohnt da schon ein großer Schwarzbär mit einer Vorliebe für Menschenblut. Erlege das Biest und ein paar gute Leute wären dir sehr dankbar. Okay. Hier unten. Okay, dann wollen wir hier aber erst die nächsten drei Sachen machen. Sorry, ihr standet mir im Weg. Oh, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir jetzt erst im tiefsten Winter hier anfangen, wirklich alles zu sammeln, so ein bisschen. Das hätte ich doch schon früher angehen sollen. Ah, streiten sich wieder zwei Weibitis.
Hi, Lux. So, warum auch immer da einer von den Rotröcken mit einem Patrioten zusammen rumhängt. Ärgerlich. Nach dem Schnee gibt es keinen Fallschaden. Scheint aber doch so zu sein. Da müssen wir nochmal dahin laufen. Also da scheint ein Fort zu sein. So, schauen wir mal, ob wir hier nicht einen Weg reinfinden. Haha. Das ist schlecht. Das kommt noch her. Wieder 7500. Brutal. Haben wir hier hinten auch einen neuen Schnellreisepunkt?
So. Und hier hinten nochmal einen Klunker. Noch weiter in die Einöde. Ich glaube, einmal muss ich immer jedes Viech erledigen. Damit ich es wahrscheinlich entdeckt habe auf der Jagdkarte. Na, da fehlt jetzt zum Beispiel noch irgendwas. Hier noch zwei. Ja, irgendwas fehlt hier noch. Luchs, Weibchen und Biber haben wir. Schauen wir mal, ob wir da nicht noch irgendein Tier entdecken. Noch mehr Biber. So, jetzt haben wir hier hinten alles. Kuriermission. Oder darf ich nicht hinreisen? Dann reisen wir schnell hier hin. Machen Abenteurer, den Aussichtspunkt. Die Feder hier unten, die Sachen. Und wollen dann hier so hoch. So die Idee. Jetzt müssen wir wohl oder übel jetzt ein bisschen durchs Grenzland reisen und die Sachen machen. Ich werde nicht einmal durchkloppen und nur zur Mission laufen. Wenn wir schon direkt dann an den Sachen quasi vorbeikommen. Ich werde die Wege jetzt nicht doppelt laufen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Nur damit wir hier auch Phasen entdeckt haben. So, jetzt muss ich wieder auf so einen ätzenden Baum klettern. Das macht es um einiges leichter. Den Rest habe ich noch nicht entdeckt gehabt, dass man auf den hoch kann. Nein. Nein. Connor.
Ah, das war das, stimmt. Hier im Schnee habe ich das nicht direkt erkannt. So, jetzt haben wir es aber. Sind wir weit genug oben. Wir laufen erst noch hier hinten. Aber nicht hier. Muss man den Berg rum. Lassen sich ja alle schon einzeln von den Pumas erlegen. Dann probieren wir es noch auf der anderen Seite. So, hier schiebt sie also auf. Nicht immer in die falsche Richtung, Connor, du Idiot. Mann. Ja, wie wär's? Ich darf den kontern. Mann. Die macht mich kaputt. Grüß euch.
Headset. Alter, vorsichtiger Ansatz bei den Forst lohnt sich ja überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Und gehört uns. Oh, darf ich sogar überspringen. Sehr gut. Interessiert mich nicht. Haben wir jetzt auch schon mehr als einmal gesehen. Niedrigere Steuern für den Handel. So, und jetzt kommt dann nämlich doch. Muss ich nämlich doch mal da hinten runter. Weil auf der Insel eine Feder rumliegt. Spaß beim Erfrieren. Kann ich hier nicht raus? Wo bin ich denn? Also Connor, tust du wenigstens bitte so, als ob du klettern könntest? Da geht's, okay. Natürlich am letzten Eck. Mal wieder hin. In späteren Teilen kam das, glaube ich, dass man sich zu den Aussichtspunkten dann auch immer teleportieren konnte. Jetzt fehlt mir hier fast noch ein bisschen, aber naja. Suche nach dem Sasquatch. Er steht aufrecht wie ein Mensch, doch sein Körper ist mit dichtem Fell bedeckt. Er geht langsam und taumelnd. Ich sah ihn mit eigenen Augen. Er ist schlau, hält immer Distanz oder bringt Hindernisse zwischen uns, als wüsste er, wo ich hingehe, bevor ich dort bin. Wo er ist, verschwinden Dinge. So viel ist sicher. Alle Arten von Plunder. Stahl die Hirschgeweih-Trophäen eines Mannes aus einer Hütte. Stiehlt Beute aus Fallen und reißt sie mit seinen Pranken auf. Jemand sollte ihn finden und der restlichen Welt seinen Kopf präsentieren. Mhm. Wo ist der? Der Sasquatch. Ah, schaut mal. Hinter dem Vor. Mal gut, dass wir da schon waren und jetzt zu dem Vorder nämlich schon hin teleportieren können. Perfekt. So wünsche ich mir das. Soll ich aber gerade sagen, ob er da runterfällt. Ich dachte eigentlich immer, dass, ich weiß gar nicht, Brotherhood oder so war immer so ein Teil, wo man da und aus Versehen runtergefallen ist. Was einen durchgehend auf die Nerven gegangen ist. Aber da hatten wir, glaube ich, im Let's Play gar kein Problem, wenn ich mich richtig erinnere. Eigentlich alles ganz gut geklappt. So, die nächsten Federn wollen wir holen.
Ich schätze mal, dass Kühe kein Jagdwild sind. Auf Richtung Concord. Oh, mal die richtige Waffe nehmen, falls mir wieder ein Hase vor die Flinte läuft. Auch okay. Ich weiß, dass die Pistole kein geeignetes Jagdmittel ist. Es ging mir jetzt nur darum, um zu entdecken, dass hier Hasen sind. Mehr wollte ich jetzt gar nicht. Doc. So, das ist da. Und dann wollen wir hier die Aussichtspunkte holen in Concord. Schön. Das erste Mal, glaube ich, dass das wirklich sinnvoll nutzt, mit dem irgendwo schnell drüber laufen. Wer checkt das immer? Aber es wird schon viel Zeit sparen. Statt down wie so ein Trottel. Da einfach hochzuspringen, dann oben zu sein. Naja, es ist wie es ist. Hähnchen kann man nicht töten. Da, hoch da. Ohne Sicherung auf dem verschneites Dach. Ach, geht ja gar nicht. Wir haben den nächsten Aussichtspunkt und weiter mit Kuriermission und im nächsten Aussichtspunkt machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann laufen wir wahrscheinlich direkt zur Hauptmission, die da hinten ist. Also vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.